Die Mächte des Chaos stehen vor unserer Tür. Hier im Hafen von Hanyu steht Aggrim, ein Kultist des Nörgel. Wird er hier uns die Seuche bringen? Er bringt uns auf jeden Fall jetzt schon eine ganze Menge Nörgel-Korruption, was uns Wachstum und Kontrollmale gibt. Und mit der Kontrolle, mit der haben wir es momentan nicht so. Ich habe ganz, ganz liebe Kommentare bekommen. Unter anderem von Martin Reichelt und Co. Scher. Achte doch mal ein bisschen mehr auf die Harmonie. Ja, das habe ich absolut vernachlässigt. Eine sehr elementare Mechanik von Cathay. Wir sind hier in einer ganz, ganz starken Disbalance, was die Harmonie angeht. Wir müssen deutlich mehr auf Yin gehen. Das würde uns die Kontrolle ein bisschen verbessern. Also wenn wir uns hier zum Beispiel mal Shang Wu anschauen, dann würden wir selbst dann noch nicht mal die Kontrolle, ja, auf den grünen Zweig bekommen, aber es wäre deutlich machbarer. Wir könnten hier mit einer Yin- und Yang-Harmonie tatsächlich einen Kontrollbonus von 18 Kontrolle bekommen. Und das ist stark. Das ist richtig stark. Darauf sollten wir auf jeden Fall mehr Acht geben. Und hier haben wir ein Yin-Gebäude. Und hier haben wir auch ein Yang-Gebäude, welches wir natürlich abreißen könnten, aber das generiert 300 Einkommen. Wir könnten natürlich sagen, Shang Wu. Shang Wu wird ja sowieso nicht mehr so lange halten. Könnten wir dieses Gebäude abreißen und die Besteuerung sowieso rausnehmen, dann ist es egal, dass hier ein Gebäude, welches eigentlich Geld generieren sollte, dass wir das dann rausnehmen, weil wir nehmen ja hier eh nichts ein. Wir können es uns eigentlich leisten und könnten dann hier nochmal ein weiteres Yin-Gebäude bauen. Weiß ich nicht, ob wir das sollten, denn die Stadt hier können wir kaum verteidigen. Die Stadt der Affen hier immer noch in Hand der Wildorks, das sollten wir bald ändern. Hier der Eisendrache ist in Taizu. Wir könnten sagen, er soll hier bleiben, um Taizu zu verteidigen, aber er wird an anderer Stelle viel, viel mehr gebraucht und der sollte sich hier zurückziehen, könnte sich dann bald auf die Stadt der Affen stürzen. Das wäre in Ordnung. Taizu natürlich jetzt mittlerweile nicht mehr beschützt. Wir haben auch hier das Problem mit der Kontrolle, ganz klar. Bauen wir hier noch ein Yin-Gebäude oder reißen wir das Yang-Gebäude ab? Es ist ganz schwierig. Die Kontrollgebäude würde ich eher nicht abreißen wollen. Wir reißen mal hier dieses Yang-Gebäude ab und bauen hier noch ein Yin-Gebäude mehr, welches auch noch Kontrolle bringt. Wir brauchen das. Wir können alles nochmal umbauen. Aber wir müssen jetzt erstmal schauen, dass wir mit der Situation klarkommen, dass wir Fehler ausbessern. Und zum jetzigen Zeitpunkt brauchen wir Kontrolle, so gut es geht. Deshalb hier das Yang-Gebäude abreißen, ein Yin-Kontrollgebäude bauen. Schrein des Alchemisten könnten wir upgraden. Sollten wir eigentlich auch tun, aber wir haben kaum einen Puffer. Deswegen würde ich ausnahmsweise hier mal nicht das Dorf upgraden, sondern erstmal schauen, was wir noch machen können. Zhen Wu an dieser Stelle hat auch ein Yang-Gebäude. Ein Wachstumsgebäude. Ein Yang-Wachstumsgebäude. Wachstum ist wichtig, aber wir reißen es erstmal ab. Wir brauchen momentan eher die Kontrolle als Wachstum. Und wir könnten hier natürlich, was mich sehr anguckt, wir könnten hier die Jade-Kaserne bauen, wodurch wir dann Jade-Krieger mit Helebarden ausbilden könnten. Die bräuchten wir, aber wie gesagt, momentan gibt es das Geld das nicht her. Im Hafen von Hanyu könnten wir auch Verbesserungen bauen, machen wir nicht, wir haben das Geld nicht. Hier die Kanonscharten werden wir auf jeden Fall behalten. Das können wir uns gerade nicht leisten.
Also Gebäudeverbesserung überspringen wir, Karawane kann entsendet werden. Das könnte natürlich jetzt nochmal interessant sein. Wollen wir unser ganzes Geld ausgeben und in die Karawane stecken, weil wir dann ja nach ein paar Runden... Ja, nach ein paar Runden bekommen wir dann ja das Geld. Das könnten wir machen. Nehmen wir hier, würde ich sagen, diesen Weg. Wir brauchen das Geld. Wir investieren alles in die Karawane, um dann im besten Fall bald den Zinseffekt zu bekommen, indem wir dann nämlich richtig viel Geld wiederbekommen. Wir sehen jetzt hier auch in der Stadt der Affen, hier ist Vicious Gobspucker stationiert. Das sollten wir hinbekommen mit unserer Armee, aber natürlich nicht, wenn wir die Stadt angreifen, aber sollte er ausfallen, dann sollten wir das hinbekommen. Ja, Flusstroll ist in Ordnung. Das sollten wir dann hinbekommen. Wir gehen eine Runde weiter. Es ist super spannend. Was kommt jetzt aus den Reichen des Chaos? Wir sehen einen Agenten des Zinsch. Und wir bekommen hier gerade einen Tooltip. Ja, da müssen wir jetzt einmal kurz durch. Ich stelle gleich den Berater wieder aus. Ich habe für meine kleine Tutorial-Reihe für absolute Neueinsteiger den Berater angemacht. Und das scheint sich jetzt auch auf diese Kampagne auszuwirken. Schätze ich mal. Hier kommt der Schädelsammler-Agent und versucht wieder Faxen zu machen. Er hat versucht, das Muster zu wechseln von uns. Interessant. Okay, wir gehen einmal ganz kurz gemeinsam in die Optionen rein. Können wir hier irgendwie den Berater ausstellen? Ja, das können wir hier machen. Auf Minimal bitte Änderung anwenden. Das brauchen wir nicht. Und wir gehen zurück in die Kampagnenkarte. Okay, der Agent scheint nicht erfolgreich gewesen zu sein, aber Mentao bekommt ein Level up. Und was bekommt sie? Mobilität steigern haben wir aufs Maximum getrieben. Metallbeherrschung wäre interessant. Sie hat ja einen Zauber. Dann würden wir Waffengrundschaden und mehr rüstungsdurchdringenden Schaden bekommen, wenn sie zaubert. Oder wir geben ihr einen weiteren Zauber. Rüstung für unsere Leute, immer gut, ja. Ein Mahlstrom könnte auch interessant sein. Es kostet dann am wenigsten. Ja. Wir nehmen mal den glänzenden Mantel mit. Das gibt uns 60 Rüstung. Und raus aus der Armee soll sie aber nicht. So, wir haben jetzt hier den Eisendrachen. Die Wildorks, die rekrutieren an dieser Stelle, aber wir sollten die nicht angreifen. Hier sind noch eine Menge Risse. Können wir diesen Riss an dieser Stelle vielleicht schließen? Also ich möchte jetzt hier nicht durchreisen. Ich will einfach nur schließen. Ich hoffe, das geht so. Wer in die Reiche des Chaos eindringt, der betritt einen Albtraum aus vier Domänen, die je einem grausamen Herrn gehören. Nörgel, dem Seuchenherrscher, Slanesh, dem Herrn der Exzesse, Zensch, dem Wandler der Wege und Korn, dem Blutgott. Wir müssen in jedes Reich reisen und die Seele eines Dämonenprinzen stehlen, denn es ist die Verschmelzung dieser Seelen, einer von jeder der großen Mächte, die den verborgenen Pfad zur Schmiede erhellen wird. Ja, das ist das, was wir tun müssen. Wir brauchen von jedem Dämonenprinz eine Seele. Aber ist gerade der richtige Zeitpunkt dafür? Ich glaube nicht. Ich glaube, es ist gerade nicht der richtige Zeitpunkt. Sage ich ganz ehrlich. Ja, wir können hierüber die Domänen betreten. Und zwar könnten wir zu Korn, zu... Der dunkle Prinz ist wahrscheinlich Slanesh.
zu Zinch oder zu Nörgel. Wir schließen den Riss hier einmal an dieser Stelle. Müssen dafür eine Schlacht führen. Die führen wir gerne. Können hier noch einmal ein Banner einsetzen. Banner der Eile. Bringt 20 Führerschaft. Geben wir hier einem mittleren Jadekrieger. Und lassen uns automatisch führen. Haben hier das erste Mal gegen Chaos gekämpft und könnten hier 640 Gold mitnehmen. Kommen aber schon durch die Schlacht 2500. Dann nehmen wir... Wir nehmen die Führerschaft. Wir nehmen die Führerschaft. Okay, wunderbar. Wir haben einen Riss geschlossen. Das ist nicht schlecht. Haben dadurch eine Menge Gold bekommen. Und... Das sollten wir investieren. Wir haben hier ein Yin-Gebäude. Ein Kontrollgebäude. Wenn wir das verstärken, bringt es uns gerade nicht so viel. Was könnten wir denn hier noch bauen? Hier könnten wir auch noch ein weiteres Yin-Gebäude bauen, was Einkommen bringt. Oder ein Yin-Gebäude, welches Wachstum bringt. Wir brauchen hier später sehr viel Wachstum, also investieren wir doch einmal hier rein und bauen einen Teesalon. Okay, das ist sehr gut. Und wir gehen hier in die Investition und können dann bald Jadekrieger mit Helebarden ausbilden, das ist richtig gut. Haben das alles in Zhen Wu gemacht. Im Hafen von Hanyu könnten wir... Ja, könnten wir hier noch was upgraden, aber das... ist es mir gerade noch nicht wert. Wir schauen nochmal hier in den Turm von Asher. Wir sind hier in einer positiven... Wir sind hier in einer positiven Kontrolle. Warum? Weil Zhao Ming hier ist. Ja. Also hier sind wir in einer positiven Kontrolle. Wie sieht es hier aus? Hier sind wir in einer sehr, sehr starken negativen Kontrolle. Mhm. Durch die Konföderation haben wir natürlich auch noch zusätzliche Kontrollprobleme. Und Zhang Wu scheint bald vernichtet zu sein. Zähmer von exotischen Tieren, das ist etwas, was man hier bauen möchte, aber nicht, wenn die Stadt kurz vorm Fallen ist. Wir könnten natürlich hier sagen, wir bauen auch einen Teesalon. Und stellen hier eine kleine Armee auf, die dann auch in der Lage ist, die Rebellion zu zerschlagen. Da haben wir natürlich unseren Niu Gao, der für solche Situationen einfach perfekt vorbereitet ist. Aber... Ich löse ihn nochmal auf, denn... Ich habe gesehen, das bringt Minus-Kontrolle, denn er ist ein Yang-Kommandant und darauf müssen wir jetzt auch achten. Ja, und da ich jetzt einen Kommandant aufgelöst habe, ja, ich habe einen Kommandant aufgelöst und demnach können wir jetzt keinen weiteren rekrutieren. Sollten dann aber einen Yin-Kommandanten hier rekrutieren. Sehr, sehr gut. Und kriegen dann auch nochmal ein paar Harmonie-Boni. Sind nur noch im 5er-Ungleichgewicht. Es geht schon in eine bessere Richtung. Da haben wir jetzt, glaube ich, eine Menge Möglichkeiten. Da wir jetzt ein bisschen mehr darauf achten. Mhm, das sieht ganz gut aus. Der Eisendrache hat hier den Riss geschlossen. Wir können in die Technologie reingehen. Und gehen auch hier dann in die Yin-Technologie. Das wollten wir eh machen. Nahkampfangriff für Jadekrieger mit Helebarden ist gut. Denn die wollen wir bald ausbilden. Gebäudeverbesserung wissen wir. Wir beenden noch einmal die Runde. So. Hier kommt... Zinch, der greift unsere Karawane an mit Erfolg. Er hat hier irgendwas gemacht mit Martin.
Und wer diesen Namen aussprechen kann, wir schauen uns den gleich nochmal an, der hat wirklich alle Zungenbrecher dieser Welt gemeistert. Wir schauen uns den Namen gleich nochmal an. Vicious Gobspucker nutzt die Situation und greift den angeknacksten Eisendrachen an. Wir würden das sogar gewinnen, aber mit sehr vielen Verlusten könnten wir das besser spielen. Ich weiß es nicht, aber wir führen mal dieses Gefecht. Denn mit diesen Kommandanten haben wir noch richtig ein Hühnchen zu rupfen. Die Wildorks sind so ein Dorn bei uns im Auge. Wir können nicht in das Reich des Chaos gehen. Wir haben Kontrollprobleme. Wir haben die Stadt der Affen verloren. Und es würde ganz anders aussehen, wenn die Wildorks nicht wären oder wenn sie nicht unsere Feinde wären. Und deshalb würde es mir jetzt eine Freude sein, diese Armee auseinanderzunehmen. Sie haben, wenn ich es richtig gesehen habe, keine Kavallerie. Das ist sehr gut. Wie stellen wir uns auf? Wir können uns hier ganz, ganz frech mit dem Rücken zur Wand aufstellen. Das machen wir auch. Haben hier dann auch den Hügelvorteil. Also ich bin nicht... Also ich bin nicht in der Stimmung, mit den Wildorks... Also die Wildorks wirklich... Sagen wir so, ich möchte die Wildorks nicht auf eine faire Art und Weise bekämpfen. Die werden jetzt so richtig schön von uns auseinandergenommen. Stellen uns hier schon mal breit auf. Werden das gleich nochmal korrigieren, sobald der Feind kommt. Machen das hier schon mal ein bisschen so. Speerkämpfer an die Seite entsprechend. Das sieht gut aus. Die Fernkämpfer, die mischen wir ein bisschen. Die werden alle gleich gut sein gegen die Wildorks, denn die Eisenhagelschützen sind natürlich besonders gut gegen Rüstung. Aber wir sehen hier, dass die Eisenhagelschützen entsprechend ja nichts tun können gegen die Wildorks, denn die Wildorks haben keine Rüstung. Hier haben wir unsere Artillerie, die wird sehr wichtig sein. Die kommt relativ weit nach hinten. Wir haben hier unsere fliegende Kavallerie, die könnten wir auch gut einsetzen, denn der Gegner kommt ja nur mit Nahkämpfern. Mintau kommt natürlich so ein bisschen an die linke Flanke und der Eisendrache an die rechte Flanke, damit wir alle schön boosten können. Und Yin und Yang ist auch nah genug aneinander. Das scheint gut zu sein. Wir starten das Gefecht. Wir gruppieren unsere Nahkämpfer. Und die Fernkämpfer auch. Und die Longmar-Reiter auch. Da die uns angegriffen haben, müssen die uns auch angreifen. Wir schauen mal kurz, ob wir hier uns noch breiter aufstellen können. Ich glaube, wir stehen schon so breit wie nur möglich. Ja. Das scheint schon in Ordnung zu sein. Wir gruppieren die noch einmal und schauen dann einmal, wie das Ganze jetzt aussieht. Unsere Artillerie schießt hier auf die Wildorks. Haben wir hier Wildorks-Moschers vielleicht? Ja. Der Gegner hat auch Wildorks-Moschers. Die sind nochmal eine Ecke gefährlicher und auf die schießen wir jetzt. So. Warum hat der einen Namen? Warum heißt er Ogak Sabakin? Das verstehe ich nicht. Weil die haben ja einen Kommandanten. Eigentlich ist es so, wenn eine Armee keinen Kommandant hat, selten der Fall, aber wenn die keinen Kommandant haben, dann bekommt eine normale Einheit hier so einen speziellen Namen. Aber das ist ja eigentlich nicht der Fall. Das sollten aber auch... Ja, das sind wahrscheinlich auch hier... Wildorg-Moschers. Und unsere Fernkämpfer können schießen, worauf sie wollen. Das ist mir relativ egal. Können uns hier Rüstung geben. Das machen wir auch. Und schicken ein Bombardement auf die Gegner rauf. Können noch ein Bombardement auf die Gegner werfen. Und der Eisendrache
kann hier einen Wind reinschicken. Rüstung den Gegnern wegnehmen ergibt nicht viel Sinn. Doch hier mal schön. Und wir schicken unsere Armee mal in den Nahkampf. Hier haben wir noch Speerkämpfer, die von hinten rein können. Das sollten sie auch tun. Stellt euch mal auf. Und hier die Reiter, die Longmar-Reiter, die können jetzt auch gleich mal von hinten rein reinstoßen. So, der Eisendrache, guckt mal hier, dass die hier keinen Umfug bauen hier hinten, diese Einheiten. Aber es scheint in Ordnung zu sein. Hier hauen viele gegnerische Einheiten ab. Das sieht ganz gut aus. Hier können wir einmal auf die Wildorg-Moschers rauf. Unsere Fernkämpfer schon ein bisschen in Bedrängnis. Einmal ein Stück zurückziehen, bitte. Hier, du kannst dir selber, glaube ich, nicht Gift geben. Gib mal das Ding, aber gib dir mal mehr Rüstung. Damit du hier auch Vicious-Gobspucker auseinandernehmen kannst. Du nimmst den Helm der Zwietracht und verringerst die Abkühlzeiten einmal. Und dann können wir ihm auch noch die Rüstung wegnehmen. Und dann sollte Vicious-Gobspucker von Mintau getötet werden können. Und das ist doch mal eine sehr, sehr schöne Situation von Mintau, wo sie hier den gegnerischen Kommandanten zerstören kann. Wir werden das Ganze noch ein bisschen weiterlaufen lassen. Wir wollen so viele töten wie nur möglich. Aber unsere Nahkämpfer, die können sich gerne zurückziehen. Wichtig ist gerade, dass Mintau den gegnerischen Kommandanten tötet. Das ist gut gelaufen. Wir haben die Longmar-Reiter noch. Die sollen sich mal hier auf die Wildorks aufstürzen. Mintau, ja auch eine Heldin auf Ross. Wir können auch sagen, Eisendrache, verwandle dich mal kurz. Nee, kann er gerade nicht. Warum kann er das nicht? Vielleicht, weil die Schlacht vorbei ist. Aber die Longmar-Reiter sollten hier auf jeden Fall noch ein bisschen verfolgen. Und Mintau auch. Also wir wollen hier die Wildorks so gut rausnehmen wie möglich. Und hier, das ist vielleicht das wichtigste Ziel. Einmal die Flusstrolle rausnehmen, bitte. Können hier sogar noch ein Bombardement reinschicken. Wo machen wir das? Das machen wir hier auf diese fliehenden Wildorks. Ein bisschen zu spät. Ja, hat noch ein bisschen getroffen. Aber hier diese Flusstrolle, die wären wichtig, wenn wir die noch rausnehmen könnten. Weil gegen die haben wir auch nicht so richtig was. Unsere Feuerregenrakete auch leer geschossen. Sehr schön. Und die verfolgen wir noch mal ganz kurz. Kann auch noch mal Giftschaden geben, den Longmar-Reitern. Und kann auch noch mal ein Bombardement machen. Machen wir das doch hierhin. Das müsste jetzt besser treffen und ja doch, das war gut, das war gut. Und hier einmal alle Flusstrolle töten. Und dann können wir das Gefecht beenden. Entscheidender Sieg, das war zu erwarten, aber wir haben, glaube ich, nichts verloren. Ja, vielleicht hier Bauern, Langspeerträger, die werden sowieso bald gegen die Jadekrieger mit Hillebarden ausgetauscht werden. Von daher sieht das gut aus. Wir haben den gegnerischen Kommandanten getötet, wir haben die Flusstrolle getötet. Wenn wir die gleich verfolgen können, dann werden wir auf jeden Fall die Stadt der Affen wieder einnehmen können. Das wäre sehr, sehr gut und sehr, sehr wichtig, auch für unsere eigene Moral. Der Eisendrache hat 163 Wildorks getötet, wow. Die Feuerregenrakete 171, wir sehen auch die Fernkämpfer, so wichtig gegen diese ungepanzerten Wildorks. Moschers haben wir auch komplett fast getötet, eine Einheit gibt es hier noch. Wir nehmen das Geld, wir sind gerade ein bisschen in Geldschwierigkeiten, wollen unsere Städte ausbauen. Die Schädelsammler scheinen uns aber überlegen zu sein, die werden noch andere Armeen irgendwo haben. Der Eisendrache natürlich auch stark
lädiert mittlerweile und wir sehen hier, dass wir große Probleme haben im Hafen von Hanyu mit der Kontrolle. Karawanenbegegnung die Maut. Wir haben hier Oger, die Maut haben wollen. Und wir könnten 200 Fracht ihnen entgegenwerfen und die haben, ja, die haben einerseits einen Kommandanten und einen Helden. Das ist schon mal hart. Die Gnoppler Feinsteller sind nicht das Problem. Die Trauerfangreiter sind ein Problem. Wir haben aber sehr, sehr viele Jadekrieger mit Helebarden. Also wir sollten diese... Ja, wir sollten die Schlacht auf jeden Fall schaffen. Aber wir wollen ja noch weitere Herausforderungen bestehen. Und ich glaube, diese 200 können wir auf jeden Fall ausgeben. Die Fraktion Pockenmacher des Nörgel hat ihre eigenen arkane Methoden genutzt, um den Mahlstrom zu umgehen und in das Reich des Zinsch einzudringen, wo sie die verdorbene Seele eines Dämonenprinzen für sich beanspruchen will. Sollte das gelingen, wird sie dem sterbenden Gott einen Schritt näher sein als ihr. Ja, das haben alle Chaos-Fraktionen gemacht. Nein, nur Nörgel und Zinsch. Und dann wollen wir uns hier einmal... Haute Couture ist jetzt auch im Turm von Asher. Dieses Event kennen wir auch schon. Dann wollen wir uns hier einmal diesen Namen anschauen. Windex Lügen haben kurzer Bein. Ja, okay. Vielleicht doch nicht so schwer auszusprechen. Wir schauen mal auf die Harmonie rauf. Nur noch drei. Nur noch drei. Also wir haben keinen Kontrollmalus mehr. Wäre aber natürlich schön, wenn wir den Kontrollbonus bekämen. Im Hafen von Hanyu haben wir minus zwei Kontrolle die Runde. Wir haben natürlich eine Menge Nörgelkorruption. Das bringt uns hier in Kontrollschwierigkeiten. Wollen wir das ausbauen weiter? Ah, ich weiß ja nicht, aber wir brauchen gerade keinen akuten General hier. Was viel akuter ist, ist, dass der Eisendrache hier die Wildorks verfolgt, die jetzt leider einen neuen Kommandanten bekommen haben, Drog. Und wir leveln erst einmal. Der Eisendrache kann zweimal aufleveln. Also Quartiermeister haben wir bereits. Blitzschlag fände ich super gut. Wir machen Blitzschlag. Denn wenn wir das in die dreifache Stufe gebracht haben, dann können wir Blitzschlachten ausführen und können dann auch, wenn der Gegner zwei Armeen hat, mit dem Eisendrachen sehr, sehr gut einzeln Armee angreifen und rausnehmen. Mintau hat aber auch ein Level-Up bekommen. Dann soll sie doch mal den glänzenden Mantel verbessern, damit der auch weniger Winde der Magie kostet. Wir gehen auf Druck natürlich sofort drauf, nutzen die Situation. Würden die ganzen Bauernlangspeerträger verlieren, ist nicht schlimm, die wollen wir eh loswerden. Nehmen wir das Gold? Nein, wir nehmen die Verstärkungsrate. Haben viel Geld bekommen, das ist gut. Drog ist im Kampf gestorben. Bekommen eine ganze Menge Anhänger und Co. Und Zhao Ming kann jetzt Blitzschlachten durchführen, das ist gut. Das ist richtig gut. Wir werden wahrscheinlich noch herausfinden, wie mächtig das ist. Und die Stadt der Affen wird jetzt natürlich auch angegriffen und zurückgeholt. Und das machen wir auch automatisch. Und haben endlich die Stadt der Affen zurückgeholt. Was natürlich erstmal mit Kontrolle auch jetzt bestraft wird. Ja, sind aber bei 0. Wir sind bei 0. Hafen von Hanyu ist von der Kontrolle erstmal gesichert. Wir investieren sofort hier in den Ausbau der Stadt und reißen hier das Militärgebäude ab. Das brauchen wir nämlich nicht mehr. Wir graden hier die Militärgebäude ab, die wir im Hafen von Hanyu gebaut haben. Wir graden auch... Ja, graden wir das jetzt ab? Ich glaube nicht. Das machen wir später. Schauen einmal hier bei Shangyang vorbei in der Warpsteinwüste. Wir haben hier diese Gewürze, die könnten wir nochmal upgraden, das wäre interessant.
Aber interessanter wäre noch im Schrein des Alchemisten ein Upgrade reinzuholen. Klar, wir könnten hier von den Skaven angegriffen werden. Aber das sollten wir trotzdem eingehen. Wie sieht es denn hier mit der Kontrolle aus? Sehr gut, sehr, sehr gut sieht das hier aus. Woran liegt das? Wir haben den Kompass, wir haben die Gebäude. Ja, das sieht erstmal gut aus und wir haben nicht mehr den Malus durch die Harmonie. Also vielen Dank nochmal an Crochet und an Martin Reichelt für die Hinweise. Und wir schauen jetzt einmal, was wir hier noch bauen können. Also hier wäre natürlich, naja, Einkommen gut oder Wachstum. Nehmen wir mal das Wachstum an dieser Stelle. Dieses Gebäude will ich auf kurz oder lang hier nicht haben. Wir könnten hier tatsächlich einmal die Gewürze verbessern, aber wir schauen uns natürlich hier einmal Shangwu an. Shangwu hat nur noch minus 2 an Kontrolle. Das sieht ja schon mal ganz gut aus. Liegt natürlich auch an der Nörgelkorruption, die hier ist. Wir stellen trotzdem mal einen Kommandanten auf. Und zwar hier eine drachenblütige Shugumgan und eine mit Yin. Und hier hätten wir eine, die schon Stufe 4 ist. Mingao. Oder eine Stufe 2, Mingfang oder Henyufang. Waffenstärke. Sie hatte Giftattacken, aber sie auch. Wir nehmen mal hier die Stufe 4 Kommandantin. Kostet uns ein bisschen Gold, aber wir haben jetzt eine Harmonie von Yin und Yang. Das bringt uns immense Vorteile in der Kontrolle. Und wir sehen, wie stark das ist. Und durch die Kommandantin haben wir dann ja auch nochmal Vorteile, denn die Kommandantin bringt ja auch nochmal mehr Kontrolle. Und die wird dann hier auch Shangwu ein bisschen beschützen vor den Wildorks, denn die könnten ja sonst Shangwu auch einfach so einnehmen. Mit ihr wird es ein wenig schwerer werden. Wir geben ihr den Willen des Drachen. Wir geben ihr inspirierende Gegenwart für noch mehr Führerschaft und Marschierer. Und dann haben wir das hier ganz gut gesichert, haben hier oben die Harmonie hergestellt. Sehr, 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 sehr schön. Und haben unzugewiesene Fähigkeitspunkte bei Mintao. Und Mintao verbessert weiterhin den glänzenden Mantel. Sehr, sehr schön. Zhen Wu ist soweit ausgebaut. Ja, wir könnten tatsächlich in Shangyang noch hier den Gewürzhandelsposten weiter ausbauen. Das sollten wir machen. Sind momentan in Harmonie. Das wird sich natürlich ändern, wenn die Technologie erforscht ist. Aber wir nehmen jetzt natürlich erstmal hier diesen Bonus mit. Plus 16 Kontrolle, plus 8 Kontrolle und hier hinten plus 7 Kontrolle. Das nehmen wir erstmal mit, solange wir können. Gebäudeverbesserung wissen wir. Erlass verfügbar, natürlich. Nehmen wir auch den Kontrollerlass. Wir haben ja auch hier plus 8 Kontrolle. Aber natürlich auch sehr viel durch Dinge, die früher oder später sich ändern können. Beispielsweise der Kompass. Also da sollte hier die Kontrolle erstmal das Wichtigste sein. Wir beenden die Runde und schauen uns an, was unsere Gegner so als Antwort haben. Zinsch sehr stark, der Eishof sehr stark. Sehr starke Fraktionen momentan unterwegs und wir hängen ein bisschen hinterher. Wir haben keine Dämonenseele. Wir sind nicht in das Chaos gereist. Wir könnten uns das jetzt überlegen, aber wollen wir das wirklich machen, wenn wir hier gegen die Wildorks kämpfen, die jetzt aber stark abgefallen sind hier? Wow, die sind sehr stark abgefallen in ihrer Stärke. Wir könnten den Frieden anbieten, wir könnten aber natürlich auch sagen, wir greifen jetzt mit Zhao Ming voll durch. Wir haben jetzt eine Yin-Dominanz. Woran liegt das?
Wahrscheinlich haben wir ein Gebäude fertig gebaut. Große Bastion-Invasion erfolgreich. Chaos hat Cathay verwüstet, doch nun bietet sich eine Gelegenheit. Denn ihre Invasion ist durch all die Zerstörung und das Gemetzel, das sie angerichtet haben, in Stocken geraten. Es wird Zeit zurückzuschlagen und sie bis jenseits der großen Bastion zurückzutreiben. Wir haben hier jetzt Zhao Ming, den Eisendrachen. Und wir können Jadekrieger ausbilden, aber erst hier in Zhenwu, oder? Warum können wir Jadekrieger ausbilden? Wo haben wir das Gebäude dafür? Es ist noch nicht gebaut, es wird gebaut. In der Stadt der Affen können wir, wir haben gerade eine Yin-Übermacht, können wir jetzt hier ein Yang-Kontrollgebäude bauen. Ja, das könnten wir machen, das sollten wir auch machen, würde ich sagen. Oder wir bauen hier die Weiden für mehr Wachstum. Wir gehen erstmal auf Kontrolle. Erst auf Kontrolle, wir bauen hier das Yang-Kontrollgebäude. Das sieht erstmal ganz gut aus. Turm von Asher sieht auch soweit ganz gut aus. Haben nicht mehr so viel Geld, das ist aber in Ordnung. Min Gao bewacht hier. Also es gibt natürlich mehrere Möglichkeiten, die wir jetzt angehen könnten. Wir könnten uns die Skaven vorknöpfen. Gegen die habe ich aber gerade nichts, die sind nicht da. Und die Skaven haben jetzt keine Provinzen, also keine Region von uns, die Provinzen aufhalten würden. Da ist natürlich hier der Kreuzzug gegen die Wildorks interessanter, weil wir dann Changwu zur Provinz ausbauen könnten und dann auch den Kontrollerlass reinmachen könnten. Oder wir gehen doch schon mal in so einen Riss rein, denn die gegnerischen Fraktionen würden uns sonst hart voranziehen. Aber ich würde tatsächlich erstmal die Wildorks bannen wollen. Das ist einfach eine viel zu große Bedrohung gerade. Und wir gehen nicht ganz dahin, sondern gehen nur bis zur Grenze. Damit wir noch ein bisschen was ausbauen können. Und was ist denn hier los? Hier ist eine Horde des Nurgle. Und die sollten wir uns anschauen. Diplomatie. Und wir schauen uns hier einmal die Nurgle Sachen an. Tiermenschen, Skaven, wo ist das? Wo haben wir Nurgle? Wo ist diese Horde? Aufwiegler-Armeen. Das werden die aber nicht sein. Oder? Ich glaube nicht. Die Bersonlinger werden es auch nicht sein. Orakel des Zinsch ist es nicht. Also ich würde gerne wissen, ob das hier... Aber wir sind sowieso schon im Krieg mit denen. Dann werden wir die jetzt mal angreifen. Ja, machen wir. Die machen nur Korruption, die machen nur Ärger. Können jetzt hier Blitzschlag ausführen. Würde hier natürlich auch nochmal den Gefechtsausgang ändern. Wollen wir nicht. Hier würde sehr viel sterben. Es sind Seuchenhüter, die sind sehr stark. Berechnen das automatisch. Ich glaube nicht, dass ich die retten könnte, weil in der Infanterielinie kann man nicht so viel machen. Können das Gold nehmen oder die Verstärkungsrate. Ich nehme mal die Verstärkungsrate. Die ist gerade sehr, sehr schlecht. Haben die entsprechend getötet, haben die Ogerklinge bekommen. Die ist sehr, sehr stark. Können den Eisendrachen weiter verbessern. Haben wir hier unten noch Kampagnenfähigkeiten, interessant sind. Die große Bastion, minus 6% Unterhalt für alle Einheiten, das sollten wir nehmen. Sehr, sehr stark. Brauchen jetzt ganz, ganz dringend, ganz, ganz klar
Einerseits hier die Verstärkung, deswegen einmal Lager aufschlagen. Und wir brauchen hier mehr Einheiten. Also wir brauchen hier mehr in der Frontlinie. Das sind hier diese normalen Einheiten. Und wir können hier noch Jadekrieger holen mit Hellebarden. Kavallerie haben wir auch gerade nicht. Ja, ich frage mich gerade, wieso wir die bauen können, die Jadekrieger mit Hellebarden. Es dauert ja noch eine Runde, bis das hier der Fall ist. Dann können wir die aber normal rekrutieren, das sollten wir dann auch machen. Armeengarnison ist nicht bewegt worden, das soll auch so sein. Wir haben Gebäudeverbesserung verfügbar. Das Gebäude soll abgerissen werden. Im Turm von Asche haben wir aber ein Kontrollgebäude, welches wir durchaus verbessern könnten. Oder hier das Wachstumsgebäude. Würde aber gerne das Geld sparen an der Stelle. Wir beenden noch einmal die Runde. Jetzt können die Wildorks natürlich die geschwächte Situation ausnutzen. Hier ist nochmal Windex, Lügen haben kurze Beine. Der hier eine ganze Menge Unsinn anrichten wird. Wir beschleunigen das hier oben mal. Ja, es sieht auf vielen Ebenen sehr gut aus, aber wir dürfen nicht im Hinterkopf... Ja, wir dürfen nicht aus dem Hinterkopf lassen, dass die anderen Fraktionen bereits in der Chaoswüste waren. So einen Eishof könnten wir irgendwann überfallen. Das könnte man tun. Oder ein Speckus Goldzahn könnte man überfallen, um deren Fortschritt zu behindern. Aber die Chaosmächte an sich sind ja auch schon dran. Das wird schwierig. Und immer mehr Fraktionen werden zerstört. Und hier sind wir wieder in einer ausgewogenen Harmonie. Das ist sehr gut, weil wir hier nämlich jetzt entsprechend wieder sehr, sehr massive Kontrollboni kriegen. Das ist wirklich sehr, sehr stark. Sehr, sehr stark und sehr, sehr wichtig. In Shangwu nur plus 1. Das ist aber in Ordnung soweit. Die Gebäude brauchen wir hier nicht langfristig. Und hier haben wir das Gebäude, weshalb wir die Jadekrieger mit Hellebarden hätten tatsächlich über die globale Rekrutierung ausbilden können. Hieran liegt das. Aber wir haben ja jetzt in dieser Provinz selber das Gebäude gebaut und können die jetzt auch auf normalem Wege rekrutieren. Da holen wir uns auch mal vier Stück von. Ja, also Kavallerie bietet sich natürlich an, aber die Bauernreiter sind jetzt nicht so stark. Da haben wir auch bald nochmal ein Upgrade, aber wir nehmen hier erstmal die mit. Und das sieht ganz gut aus. Dann könnten wir in der nächsten Runde dann auch die Wildorks angreifen. Gebäudeverbesserung immer noch verfügbar. Wollen wir immer noch nicht machen. Ja, das sieht hier ganz gut aus. Wir gehen noch mal eine Runde weiter. Und hoffen, dass hier nicht zu viel durch die Risse durchkommt. Denn die Nurgle-Armee von eben, die wird hier durch den Riss rechts gekommen sein. Es ist immer sehr, sehr gefährlich mit diesen Rissen. Was sieht, glaube ich, ganz gut aus soweit. Siedlung übertragen. Schrein des Alchemisten. Was ist hier passiert? Der Wandler der Wege rückt gegen euch vor. Also Tsinch. Agenten des Tsinch haben die Bevölkerung vom Schrein des Alchemisten manipuliert. Sie haben neuen Meistern Verbundenheit geschworen. Söhne des Berges. Lasst ihr einen solchen Frevel ungestraft? Nein. Es sah doch so gut aus. Es sah alles gerade so gut aus und auf einmal wird hier der Schrein des Alchemisten korrumpiert. Die sind übergelaufen. Das ist ja ärgerlich. Und der Hafen von Hanyu wird belagert. Von der Pockenhand.
Eine 12er Armee. Wir haben eine große Garnison. Wir haben eine sehr große Garnison. Wir könnten sogar überlegen, hier auszufallen, um die anzugreifen. Okay. Es sah so gut aus. Es sah einst so gut aus, aber jetzt wird hier unsere Hauptstadt belagert. Hier ist Zinsch an der nächsten Stadt dran. Will er die hier auch überführen? Hier hat Zinsch eine ganze Stadt auf seine Seite geholt. Ja, und der Eisendrache, der wollte hier eigentlich den Riss schließen und gegen die Wildorks vorgehen, aber eigentlich braucht er hier unten. Brauchen wir ihn hier unten? Könnten wir durch diesen Riss gehen und hier rauskommen, damit wir schneller hier sind? Oh Mann. Eigentlich wollten wir doch zu den Wildorks. Und hier, in Shangwu, minus 9 Kontrolle. Minus 9 Kontrolle durch die Nörgelkorruption. Absolute Nörgelkorruption hier. Wahnsinn. Schaut euch das mal hier an. Tempel der Elementarwinde. Wie das hier aussieht. Durch die Slaanesh-Korruption. Wahnsinn. Wir haben viel zu tun. Wir haben sehr, sehr viel zu tun und das werden wir in der nächsten Folge erleben. Boah, ist das spannend. Es hört nicht auf. Es klingt nicht ab.